Mais pendant que vous autres vous vous demandez comment faire plus d'argent, il y a du monde qui travaille au RIN pour faire avancer l'égalité sociale, pour la défense du français, pour l'émancipation du peuple québécois. Parce que ça, c'est des sujets d'actualité, ça. Mais voyons pas, moi je fais encore dire speak white quand ça va magasiner au centre-ville. Tu trouves ça normal, toi? Puis, you want me to speak white? I speak white. Vuoi parlare italiano? Parliamo italiano. Parlo italiano meglio. Ich fand ihn super gut, also künstlerisch, einwandfrei und total spannend von der Geschichte her. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war manchmal, dass die Begründung, weshalb diese Bewegung entstanden ist, also die Unterdrückung der Proletarier. Das Thema hat mir gut gefallen, weil es gerade auch wieder aktuell ist mit politischen Organisationen, wie man sich einbringen sollte. Ja, so die Geschichte war sehr interessant, also dass es wirklich eine wahre Begebenheit war. Du zuerst sie, bis zum Velobau. Sie hat gut safe. François! Au bout de la rue! Qu'est-ce qui se passe? La police vient de passer. Ich fand ihn sehr gut, ich fand ihn sehr interessant, weil ich absolut keine Ahnung hatte, also von der Geschichte und so. Ich habe sehr viel gelernt. Aber ich hatte auch immer so das Gefühl, so, ich war sehr angespannt durch den Film. Ich war immer so. Also ich hatte das Bedürfnis, da reinzugehen und zu sagen, mach das nicht. Und dieser Film war künstlerisch super gut gemacht. Die Bilder waren total beeindruckend und haben einen mitgenommen. Aber auch trotzdem war es abstrakt und was Neues. Pourquoi il faut toujours que ce soit compliqué avec toi, Jean? Si ta mère t'avait pas vu, t'aurais fait quoi? Tu serais allé au collège comme ça? Pour te faire mettre dehors, c'est ça que tu veux? Ça n'a rien à voir. Ah non? Ben, va falloir que tu m'expliques ça parce que moi, je comprends plus, là. Ça fait longtemps que tu me comprends plus, papa. C'est pas nouveau. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass das mal ein ganz anderes Thema ist hier auf der Jugendberlinale. Also ich als ältere Vertreterin und als Mutter einer 15-Jährigen hatte so das Problem, es waren bisher nur drogenabhängige Eltern, kaputte Familien und das ist mal ein politisches Thema. Und ich bin erstaunt, dass meine 15-Jährige gerade gesagt hat, das ist der Film, der ihr am besten gefällt. Ich finde, man konnte sich sehr gut in den Korbe reinversetzen. Also man konnte sehr gut nachvollziehen, warum er diesen Weg gegangen ist. Ja, ich bin nicht aveugle. Ich sehe bien, dass für eine poignée de riches, es braucht Millionen Pauvres, d'exploiter und Millionen. Les exploiter, les pauvres, les humilier. T'es prêt à faire quoi pour eux autres? Je sais pas encore ce que je peux faire pour eux autres. Est-ce que je sais, par exemple, ce que je peux être de leur bord quand ils vont décider qu'ils en ont assez de se faire écraser? Es war zwar ein Schulausflug, aber der Film war trotzdem relativ interessant. Der Hauptcharakter war auch in unserem Alter. Ich finde, er hat die Sachen da sehr emotional vor allem rübergebracht, ja. Und ja, es hat mich sehr berührt.